heute machen wir den Buchstaben S und ja, heute gibt es nur einen Buchstaben, weil wenn das Video online kommt, bin ich im Urlaub und ich drehe die nächsten zwei Videos jetzt schon im Voraus und darum habe ich nicht so viel Zeit. Aber ja, ja, hoffentlich gefällt es euch trotzdem und ja, dann geht's los. So, dafür braucht ihr natürlich Perlen, also ihr könnt euch irgendeine Farbe raussuchen, wie bei den anderen Buchstaben auch. Oder ihr macht es ganz bunt, wie ihr wollt. Dann nehmt ihr euch noch einen Draht und einen Karabinerhaken. So, und dann müsst ihr euch erstmal 30 cm von dem Draht abschneiden. So, wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr euch eure Perlen und fädelt erstmal eine Perle auf. So, die tut ihr so in die Mitte. So, und wenn ihr die Perle aufgefädelt habt, dann nehmt ihr euch noch eine Perle, aber die fädelt ihr dann über beide Drahtenden drauf. So, dann nehmt ihr euch den Karabinerhaken und fädelt den auf ein Drahtende nur drauf, also nicht auf beide, auf eins. Egal welches ihr nehmt. So, und dann fädelt ihr noch 10 Perlen auf, über beide Drahtenden drauf. So, und dann müsst ihr das noch ein bisschen biegen, wie so ein S, weil sonst ist einfach nur so ein Strich. So, dann ist ja hier noch so locker und darum nehmt ihr euch nochmal eine Perle und fädelt ihr erstmal auf beide Drahtenden drauf. Aber dann fädelt ihr mit den Drahtenden dann nochmal durch, also wie bei allen anderen Buchstaben, fädelt ihr mit dem Drahtende nochmal durch die letzte Perle durch. Und das macht ihr mit dem anderen Drahtende auch noch. So, dann habt ihr so eine Schlaufe und dann hält ihr die letzte Perle fest und zieht dann fest. Ist manchmal noch so. Die Schlaufe müsst ihr noch fester ziehen. So, und dann könnt ihr die Enden abschneiden. Und dann müsst ihr, also ich bei mir zumindest, nochmal das S fertig biegen. Und ja, dann ist auch schon fertig. So, also ist auf jeden Fall auch eine schöne Geschenkidee, wenn ihr jemanden kennt, der mit S anfängt. Oder ihr guckt bei meinen anderen Videos. Ich habe auch schon andere Buchstaben gemacht. Oder wenn ihr einen ganz anderen Buchstaben wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich den vielleicht mal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.